6 Jahre gibt es die Bildungsbörse der Agentur für Arbeit. Immer größer wurde die Zahl von Arbeitgebern und Dienstleistern, die ins BIZ drängten. Höchste Eisenbahn, am Konzept etwas zu schrauben. Schließlich sollte sich jeder Teilnehmer etwas Zukunftsfähiges mit heimnehmen können. Bildung ist ja nicht Selbstzweck. Ne? Bildung ist der erste Schritt für eine dauerhafte Integration und dazu gehört der Arbeitgeber. Und deswegen finden Sie jetzt in 2018 in unseren Bildungsbörsen immer beides. Sie finden den Bildungsdienstleister und Sie finden Arbeitgeber aus den Branchen. Einfach um zu zeigen, du wirst gebraucht in den Tätigkeiten, beziehungsweise wenn beim Arbeitgeber ein Kunde aufschlägt, wo festgestellt wird, dass möglicherweise die eine oder andere Kompetenz nicht ausgeprägt ist, dass man dann einfach sagen kann, gucke, dort hast du jemanden, der dir dort zur Seite steht und der dir auf dem Weg hilft. 3 Bildungsbörsen veranstaltet die Agentur für Arbeit im Jahr. Im März rotierte alles um Gesundheit und Handel, im Mai um gewerbliche Berufe, Wach- und Sicherheitsgewerbe. Zu ihnen gesellen sich in der letzten Ausgabe am 25. September Gewerbevertreter aus Hotellerie, Lager und Verkehr. Man profitiert von Partnern, die seit Anbeginn dabei sind und wissen, wo die Chancen im Landkreis liegen. Die Region hier in Pirna, Sächsische Schweiz, das Erzgebirge, ist eine Region, die wir ganz, ganz intensiv und sehr herzlich gerne auch besuchen. Wir haben seit vielen Jahren sehr guten Kontakt hier zur Agentur und zum Jobcenter Pirna. Es ist auch so, darf ich mal sagen an der Stelle, dass gerade hier in Pirna diese Veranstaltungen ganz anders gemacht werden als woanders. Und wir als Vertreter der Bildungsbranche, in dem Falle sogar als private Bildungsdienstleister der Region, profitieren davon, dass wir also hier gezielt mit den potenziellen Teilnehmern in Kontakt treten. Mit einem Gesicht, das Anwärter einem Unternehmen zuordnen können. Das schafft Vertrauen und erleichtert die Kontaktaufnahme. Wir selbst haben auch viele unserer Partnerunternehmen angesprochen, das zu machen, das zu nutzen, dass nicht bloß derjenige, der die Teilnehmer ausbildet, weiterbildet, qualifiziert, umschult, hier vor Ort zu sehen sind, sondern auch, dass zu erkennen sind, wo geht es denn nach Beendigung der Ausbildung hin, dass wir also nicht bloß Prospekte von den Unternehmen vorzeigen können, mit denen wir zusammenarbeiten, sondern dass auch direkt die potenziellen Arbeitgeber, die also nach Beendigung der Maßnahmen dann in Frage kommen, die Leute einzustellen, auch selbst hier vor Ort sind. Etwa Hutzel Technics aus dem Seydewitztal. Wir sind das erste Mal dieses Jahr dabei bei dieser Messe, weil wir einfach den Kontakt, den direkten Kontakt zum Bildungsträgern herstellen wollen, weil wir gemerkt haben, dass wir praktisch weitere Wege gehen müssen, um unsere Fachkräfte, sag ich mal, zu besetzen. Und die Bildungsträger die Möglichkeit bieten, über Praktikumsstellen diese zu testen und dann natürlich langfristig auch einzustellen. Den großen Laternen ein paar Motten abgewinnen. Als regionales Unternehmen ist man heutigen Tags in der Pflicht, Praktikumsplätze zum gründlichen Hineinschnuppern und tolle Einstiegschancen zu bieten. Weil wir einfach gemerkt haben, dass die Suche nach Auszubildenden sich auch schwieriger wird für die Unternehmen. Und wir natürlich dann andere Wege finden müssen, um, sag ich mal, unsere Fachkräfte zu besetzen. Bisher konnten wir das immer über Lehrstellen machen, sind natürlich dort auch aktiv weiter auf der Suche, aber müssen eben Alternativen schaffen, die wir denken, über diese Bildungsträger auch zu bekommen. Alternativen wie die Bildungsbörse der Agentur für Arbeit Pirna, die für alle Akteure ein Leuchtturm im Meer großer Veränderungen in der Rekrutierungs- und Bildungswelt ist. Grundsätzlich sind das ja alles Branchen, die von einem Arbeitskräftebedarf gekennzeichnet sind. Also sonst glaube ich nicht, würde der Arbeitgeber, sagen wir, den Vormittag hier opfern und sich hier hinstellen. Und das Feedback der ersten Veranstaltung, insbesondere von Arbeitgeberseite, war durchweg positiv. Am 25. September offerieren sich auf der letzten Ausgabe der Bildungsbörse in diesem Jahr Chancen für Arbeitssuchende, Arbeitgeber und Bildungsträger, die nötige Tuchfüllung herzustellen.